Manchmal. Da pfeift man echt aus dem letzten Loch. Oh. Okay, es ist Sonntag. Ah nein, Woche steht vor der Tür. Startschuss am Montag. Und zwar um 7 Uhr in der Früh. Ich denk mir, Himmel in der Früh, es ist saukalt. Jetzt geht die Woche schon los, ich bleib entspannt, aber der Druck ist doch so groß, weil das Leben ist ein Spui und der Kalender ist das Spuifeld. Termine eintragen ist wie Tetris und es geht um Fuigate. Oh, ein Kind muss in Schui, das andere in Kindergarten. Neue Texte fürs Programm, mit denen ich konnte nimmer warten. Jeden Doktor ist was los, von A nach B, mit Vierser, so bin überall und nirgendwo. Mein Laptop klebt mir auf dem Schoß. Ich bin einer von die Pros und mach ich bloß eine Pause. 4 freie Stunden waren famos, doch ich muss halt nur nach Aschaffenburg. Und da vorne schnell zum Lian, mal schauen, ob ich das schaffen tue. Und ich trau und ich probier. Doch ist es Schwabin schon summiert. Fühl mich so labin deprimiert. Bin am Monieren, am Rotieren, am Rumrobieren und am irgendwie irgendwo alles einigrieren. Ich muss kapieren. Zeit für mich, Zeit für Kinder, Zeit für uns. Das äußere und da an Hurt grün. Bleibt die Kunst, ich spiel Tetris im Google-Kalender. Tetris im Google-Kalender, tut mir leid. Ich konnte das Gehudel nicht ändern, hab keine Zeit. Ich spiel Tetris im Google-Kalender. 4 Stunden frei, wo kriege ich die bloß frei? Links, rechts und, ah, vorbei. Ich hab viel zum Tor, bin damit nicht allein. Beim Freund von mir ist schlimmer. Der arbeitet eigentlich immer. Der ist wie Super Mario im Google-Kalender. Super Mario im Google-Kalender. Der schaut mir zurück, der rennt nur nach vorn. Der hat einen riesen Druck, aber ist dafür geboren. Der möchte mit dem Kopf durch die Wand, schwimmt den Guff gegen die Decke. Steckt den Kopf nicht in den Sand fürs Münzen, sammeln muss die Strecken. Es macht Blick, dann gibt's ja Münzen und ab und zu ein Power-Up. Er hat was er möchte, nur die Zeit ist bei ihm dauernd knapp. Weil er's meint, voll kriegt wieder Pac-Man. Für seinen Chef ist er immer nur der Depp-Man. Sein Chef scheißt ihm auf den Kopf und er soll Danke sagen. Der macht sie doch zum Affen, so wie Donkey Kong. Er verbirgt und verrenkt sie wie die Schlangen bei Snake. Die Blärme für seine Frau, die sind schon lang verweckt. Und unterbrochen durch der Buckel und er hupfte verruckt. Er hat Angst, dass ihn raushauen, wenn er sie duckt. Man muss sich fragen, was so ein Jump'n'Run bringt, wenn man immer noch von Aktenschrank zu Aktenschrank springt. Es wird kein extra Leben geben. Muss man euer grinden oder kann man mal bequem gehen? Er spielt Super Mario im Google-Kalender. Super Mario im Google-Kalender. Er rennt, taucht und fliegt durch hunderte Länder. Er spielt Super Mario im Google-Kalender. 4 Stunden frei, braucht er nicht. Links, rechts, oben und ah, er schlaucht der Weg. Hey Leute, oh, die Welt ist doch wie GTA. Du kannst überall hingehen, wo's next. Und halt. Sind endlich mal wieder alle bei mir, meine besten Freunde, alle sind da. Wir sitzen am Lagerfeuer und wir machen uns Biere auf. Aber so richtig abschalten kann keiner. Dabei riecht Lagerfeuer so wahnsinnig gut. Als der Mensch das Lagerfeuer erfunden hat, hätte er einfach sitzen bleiben sollen. Ja, versteht's mir nicht falsch, die letzten 25 Jahre waren super. Aber ich kann mich erinnern, wie geil das war, wenn wir früher eine Party gefeiert haben bei einem von uns daheim. Und dann haben wir alle vor Ort geschlafen. Einfach weil es so schnell spät war und weil morgen wurscht war. Ich sehne mich so danach, dass morgen mal wieder wurscht ist. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag in der Früh alle vor Ort gefrühstückt. Das war das Hexe. Ja, das war besser wie jetzt Brunch. Ja, mit die besten Freunde. Nach einer geilen Party bis um 5 Uhr Nachmittag frühstücken. Bessere Wochenenden wird es nicht mehr geben. Und auch das Wochenende wird nicht besser. Weil es ist Sonntag auf Nacht, kurz nach 11:30 Uhr. Alle müssen heim, weil länger geht echt nicht. Weil morgen ist wieder Montag und morgen ist wieder To-Do, To-Do, To-Do. Ja, das hatten 80% nicht arg lange mal. Einfach nur 80%. Wir schaffen es, dass ich mit weniger auskenne. Ich zieh mich zurück und nimm mal raus, dass ich mich rausnimm. Ich nimm die ganze Woche frei, weil im Kalender der Frühmaloch sei. Ich spüre jetzt Jenga im Google-Kalender. Jenga im Google-Kalender, weil ich einfach mal was anders mach, einfach mal was änder. Ich lauf nicht mehr, ich schlender. Babylon bauen, tut auf Dauer nicht gut. Ich geh in Babylon schauen und der Kaffee und Hut für meine Tochter, die spült wohl dem Sandkasten. Ich hock mich dazu und tu mich rantasten ans Rausnehmen. Und zurückziehen. Mein Wunsch ist klar, ich mag weniger Druck spielen und mir selber keinen machen, lieber mal eine Burg bauen und lachen.
Stabil bleiben, agil bleiben, ich bleiben, das ist, was ich möchte. Mut zur Lücke. Das ist recht. Nicht umkippen, nicht zusammenfallen. Das, was ich mache, soll mir nur lang fallen. Also abschalten nicht vergessen. Ich bin wie Peter Lustig, ich lasse mich nicht mehr stressen. Der Himmel ist blau und sonnig. Ich trinke ein Halbi und bin blau wie Sonic. Hock in meinem Stuhl auf der Garage, sitz einfach nur so da. Hey, Welt leckt mir am Arsch. Es gibt 100.000 High-Performer. Die stellen da 100.000 Tricks vor. Aber der beste Trick, den es gibt, ist einfach einmal nix da. Einfach mal Smile halten und nix da. Vielen Dank. Lian hat die Musik gemacht. Shoutout an Lian. Oh ja, vielen Dank. Oh, es ist so schön. Vielen Dank.